In Hanoi hat das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un begonnen. Die beiden begrüßten sich per Handschlag und gaben anschließend jeweils eine kurze Stellungnahme ab. Kim betonte, man habe es geschafft, die Hindernisse zu überwinden, um das zweite Gipfeltreffen abzuhalten. Er hoffe auf erfolgreiche Gespräche. Trump sagte, aus seiner Sicht habe Nordkorea riesiges wirtschaftliches Potenzial. Kim sei, so wörtlich, ein großartiger Führer. Im Mittelpunkt der Gespräche in Vietnam steht Nordkoreas Atomwaffenprogramm. Das erste Zusammentreffen hatte es vor 8 Monaten in Singapur gegeben.